Hallo ihr Lieben, willkommen zurück auf meinem Kanal Lala Bastelmädel. Heute mit dem Unboxing der Luchis Box. Viel Spaß dabei! Heute zeige ich euch die Juli Luchis Box. Und da haben wir einmal dieses T-Shirt. Und zwar, das ist von Mandalorian, die Disney-Serie. Kostet 14,95 €. Die spoilerfreie Kurzfassung zu Mandalorian. Ein einsamer Kopfgeldjäger reist durch das Outer Rim, um einen zwielichten Job nachzugehen. Hast du schon den Weg des Mandalorians verfolgt? Also ich muss sagen, ich finde die Serie ganz gut, nur zu empfehlen. So, dann haben wir von Resident Evil, das sind Untersetzer, kostet 12,95 €. Auf der Leinwand oder am Controller. Wo überzeugt dich Resident Evil mehr? Egal was es wird. Die Untersetzer aus Metall überzeugen in jedem Fall. Hinten mit Chor. Das sind zweimal jeweils die gleichen. Aber sind ganz gut. Kann man gut abwaschen bestimmt. Dann haben wir von Marvel ein Glas. Das Glas kostet 7,95 €. Marvel Fun Fact, der erste Marvel Comic mit Namen Marvel Comics ist im Oktober 1939 erschienen und hat süße 10 Cent gekostet. Eines der Hefte ist 19 für 1,2 Millionen Dollar verkauft worden. Da braucht man erstmal einen guten Schluck. So, dann haben wir ein Puzzle, das finde ich cool, das werde ich auch bestimmt mit meinem Mann zusammen machen, von Marvel Brothers. Und das kostet 12,95 €. Da gab es zwei verschiedene. Super Mario war auf dem Game Boy damals noch ohne Farbe, das waren Zeiten. Ein bisschen Farbe hat das Retro-Puzzle nachträglich nur bekommen, damit du es ein bisschen leichter hast. Ja, für 12,95 € ist okay, finde ich. Mit Poster vom Motiv in Originalgröße. Dann hier noch Star Wars, das ist ein Sticker drin. Die kosten 4,95 €. Du hast nicht genug Star Wars in deinem Leben. Mit diesem Aufkleber kannst du dir deine Portion Star Wars einfach überall hinkleben. Ja. Dann hier Magic Stone. Das ist gratis. Dieses Magic Stone ist leckere Kaugummis, die nicht nur mit ihren einzigartigen Optik faszinieren. Die glitzernden Steine sind fruchtig im Geschmack mit einer extra sauren Füllung. Ein zauberhafter Genuss. Könnte ich mir jetzt vorstellen, so ähnlich ist wie Center Shock. Und dann noch ein Heft. Zauberwelten. Das ist mir bis jetzt noch nie drin. Da gibt es scheinbar auch verschiedene mit Rezept für die Frauen. Verschiedene Ausfertigungen, also mehrere Hefte, weil hier steht nämlich Frühjahr 2020 drauf. Ist auch gratis. Monster, Magier und Märchenwelten ist das Thema der aktuellen Zauberweltenausgabe. Hier wirst du bestens informiert über die aktuellen Themen und Trends. Die finde ich witzig. Also Einhörner sind nicht mein Ding, aber hier die oder dieses Pummel-Einhorn gibt es ja. Also das ist ja Pummel-Einhorn, aber in Schwarz jetzt. Die finde ich total witzig. Genau, und hier ist wieder von der Luchis Community ein paar Fotos drin. Ja, und dann werden hier immer noch vorgestellt, die Mitarbeiter und sowas. Ist eigentlich ganz interessant. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr schaltet beim nächsten Mal wieder zu. Und ich wünsche euch bis dahin schönen Sommer. Hinterlasst mir gerne einen Daumen nach oben, ein Abo.
vergesst die Glocke nicht zu aktivieren und hinterlasst mir doch ein nettes Kommentar. Tschüss!